Hallo zusammen und willkommen zurück zum Bayonetta 1 Let's Play. Hoffentlich schaffen wir jetzt endlich diese Herausforderung hier. Und ich mache dies zum zweiten Mal, also dieses Kapitel, weil ich gemerkt habe, dass in der Aufnahme das nicht so schön aussieht, wie ich das gehofft hatte. Und ich habe inzwischen Selenes Licht, nun ja, angelegt. Und ich habe gemerkt, ich habe vergessen, was für eine Herausforderung das war. Und zu viel gelabert. Also machen wir gerade nochmal. So, lass mal die angreifen. Autsch. Leider zu viel Dritte benutzt bei dem Ganzen. Eigentlich hätte ich den doppelt erwischen sollen, den einen. Na, mal weiter. Haben wir nicht geschafft. Ich hasse solche Herausforderungen. Ja, probieren wir es gleich nochmal. Sollte doch machbar sein eigentlich. So, doch noch geschafft. Und da ich jetzt leider nur so ein Item bekomme, also Patronen für Angel Attack, würde ich nur kurz sagen, das ist ein Item, da bekommt mehr. An der Stelle kriegen wir eigentlich ein zerbrochenes Hexenherz. Habe ich jetzt im ersten Playthrough schon durch. Also gibt es leider für euch nur die, ja, Aftermath-Folge. So. Aber kaum HP. Und ich mach mal an der Stelle, benutze ich mal ein Item. Und wir sehen gleich da einen neuen Gegnertyp auf uns zu kommen. Ah, toll. Hab's jetzt nicht geschafft, hä? Na gut, dann gleich.
mal lieber ein bisschen vorsichtiger bewegen. Oh, da müssen wir weg. Und ja, derjenige, der uns die ganze Zeit drangsaliert hat, wird nun endlich eingeführt, nämlich die Inspired. Schlangenähnliche Drachenviecher, nennen wir sie mal so. Die können wir, wenn sie in der Luft sind, können wir die abschießen. Außerdem lassen sie sich nicht von Hexenzeit beeinflussen, was sie nochmal ein bisschen nerviger macht. Dank des Lichts kann ich zum Glück einige Sachen trotzdem abwehren. Konnten wir einen Angriff von ihm kontern. Und setzen gleich nochmal einen nach. Ein Raben als Beschwörung, cool. Nom 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 nom. Sehr cool. Haben wir den Kampf auch schon geschafft. Dann gehen wir gerade mal weiter. Hier sehen wir direkt eine weitere Geschosse für Angel Attack. Haben hier auch direkt so ein Schmetterling eingesammelt für Magie. Dich habe ich nicht vergessen. So. Dann gehen wir uns mal langsam aber sicher hoch. Soweit ich mich noch erinnern kann. Ach, das war schon der. So. Dann geht's hier weiter. Aber den direkt gleich nochmal. Ich habe ein bisschen mehr Techniken mit dem Schwert benutzt, gerade diese schnell ausführlichen Dinger, die ich auch bei den Kaltviechern vorhin benutzt habe. Fällt mir so auch ein bisschen leichter, das Ganze. Oh, was ist hier los? Okay, ich glaube, wir sollten mal auf festen Untergrund. Und abspringen. Was ist denn hier los? Voll der Sturm. Oh, ist das Jan? Upsala,
meddling are your hapless minions. This will be taken care of in the manner I see fit. Your assistance is not required. Arbeiten Sie mit den Engeln zusammen, oder wie? Given you a second wind. Feeling better, Bayonetta? Who are you? And don't you dare say my long-lost sister. Sister? You've quite the active imagination. You and I once fought for the jewel upon the crown of the Umbra throne. Okay. My sleeping beauty. It is time to finish that fight. Das ist also der Grund für den Konflikt, der jetzt in der Vergangenheit passiert ist. Okay. Wollt uns damals umbringen? Battle. Okay, also damit beginnt unser wahrer Kampf gegen Jun, aber diesmal die aus der Gegenwart. Hexenzeit funktioniert logischerweise nicht, weil wir hier mit einem Engel kämpfen, mit der Hexe kämpfen, im Vergleich zu vorhin. Dank Selenes Licht fällt mir das Ganze auch ein bisschen einfacher. Und wir haben Platin dafür bekommen, was wir hier Gutes geleistet haben. Nicht schlecht. Afraid of something, are you? Afraid? Me? This is a waste of my time. You're still not ready. Whoa. Was hatten die da gemacht? Ah! Das innere Biest, okay. Cool. Oh my! That was bloody amazing! Genau, und mit diesem Kapitel hat man dann die Möglichkeit, sich in einen Panther zu verwandeln, um sich schnell und grazil fortzubewegen. Für die ganze Chance, die ich geliefert habe, krieg ich Silber. Ja, das ist okay. Ist besser als im ersten Run. Und ja, nehmen wir das gerade mal so auf, als Verbesserung. Und ja.
Natürlich Angel Attack nicht zu vergessen. Wollte ich schon fast vergessen. Ich habe schon nicht mehr dran gedacht. Also, legen wir los. Sehr schön. Mehr Engel. Runde 24 Punkte. Woo! Dass ich es mal so gut spielen würde. Unglaublich. Okay, was machen wir denn mit den ganzen Halos hier? Ich hätte mal auf jeden Fall 2 von diesen Megalutschern gekauft und die restlichen 20 habe ich noch. Ja, die kann ich nicht investieren, also gebe ich die aus. Um mal ein paar Halos zu bekommen. So. Genau, ja, dann geht's gleich im nächsten Part weiter. Wo wir uns dann ein paar Ruinen außerhalb von Wigrid anschauen. Und ja, hoffe ich, hat dieser Part dann soweit gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder vom Kapitel 6, nämlich dem Tor zum Paradies. Wir sehen uns dann. Ciao!